Weißt du, in der Welt der Börse gibt es etwas, das nennt sich Insiderhandel. Insiderhandel ist verboten. Es bedeutet, dass einige Personen Informationen zugespielt bekommen aus Unternehmen über Entscheidungen oder Entwicklungen, die es dort gibt. Und aufgrund dieser Informationen können sie also absehen, wie sich Börsenkurse entwickeln und sich rechtzeitig mit den richtigen Aktien eindecken und damit sehr, sehr große Gewinne machen. Insider-Informationen. Direkt aus den Entscheidungszentralen der Unternehmen heraus. Weißt du, dass wir als Christen solche Insider-Informationen haben? Direkt vom Thron Gottes. Direkt vom Thron Gottes Insider-Informationen, die uns kommende Entwicklungen klar machen und die uns helfen, unser Leben, unsere Entscheidungen daraufhin abzustimmen. Das sind prophetische Worte. Das sind Worte von Weissagungen, die Gott durch Menschen spricht, durch seinen Geist und die Informationen weitergeben für uns, die echte Insider-Informationen sind. Ich glaube, dass Gott einem Amerikaner namens Don Franklin, einem anerkannten Propheten, eine solche Insider-Information für Deutschland gegeben hat vor einiger Zeit. Und wir haben diese Prophetie auf unserer Homepage abgedruckt, in Deutsch und original im Englisch. Und ich lade dich herzlich ein, das zu lesen. Ich bin sicher, es wird dich segnen. Ich bin sicher, es wird dir Vision geben für das, was Gott in Deutschland tun wird in den nächsten Jahren. Sodass du dein Leben und deine Entscheidungen und deine Lebensplanung daraufhin abstimmen kannst. Und das ist gut und weise. Im Propheten Amos können wir lesen, dass Gott sagt, ich tue nichts, was ich nicht vorher durch den Mund meiner Propheten kundmache. Das heißt, alles, was Gott tut, verkündigt er zunächst einmal durch Propheten, damit die Menschen sich darauf einstellen können. Alles, was er plant, das verkündigt er durch Propheten. Die geben das weiter, damit wir uns darauf einstellen können und wissen, was in Zukunft auf uns zukommt. Echte Insider-Information. Ich rate dich herzlich ein, den Text zu lesen und ich bin absolut sicher, er wird dich segnen. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.